ohne diesen Cheat Day. Dieser Cheat Day, der steht überall im Netz. Im Netz googelst du Cheat Day brauchen wir. Wir brauchen einen Cheat Day. Warum? Wenn wir uns gesund ernähren und dann der Stoffwechsel runterfährt, weil wir einfach uns gesund ernähren und viel zu wenig essen, dann brauchen wir diesen Cheat Day. Warum? Sonst wird es nicht funktionieren, sonst wird es nichts mit dem Sixpack, mit dem sexy Strandbody, Michael Grass und so. Wird nichts werden, Freunde. Nein, keine Chance. Freunde, das ist tatsächlich so, dass viele Menschen tatsächlich denken, dass ohne einen Cheat Day es nicht möglich ist, sexy auszusehen, flachen Bauch, Sixpack zu erreichen. Warum? Weil angeblich der Stoffwechsel komplett in den Keller fährt, komplett K.O. ist. So. Und darüber möchte ich heute einmal aufklären, über diesen berühmten Cheat Day. Woher kommt eigentlich der Cheat Day? Der Cheat Day kommt ursprünglich aus dem Bodybuilding. Ja? Und die Jungs, wenn sie Bodybuilding machen, dann essen die 6 Tage pro Woche immer das Gleiche. Am besten ist gekochtes Hähnchenfleisch, gebratenes Hähnchenfleisch, Blumenkohl, Brokkoli und vielleicht noch ein bisschen Reis dazu. Ganz viel liegen da zwischen 12, 13, 14, 100, 1500 Kalorien, je nachdem wie massiv sie sind, essen die das 6 Tage. So, am 7. Tag müssen sie sterben. Warum? Weil sie sich hier durchdrehen, weil sie sich relativ einseitig ernähren und weil die Kalorien ganz weit unten sind. Also, der Kopf sagt dann, ja, dann brauche ich einen Cheat Day, um den Stoffwechsel wieder zu pushen, damit der Stoffwechsel mehr Energie bekommt, damit der Körper die Signale bekommt, wieder ordentlich zu verstoffwechseln. Hallo? Hallo? Ist das wirklich so? Muss man dann wirklich sonntags sich mit Müll vollstopfen? Muss man sich sonntags seine Bauchspeicheldrüse maximal stressen durch Eis, Schokolade, Nutella, Burger, Pizza, also alles, was mehr oder weniger ungesund ist? Muss man das machen, um letztendlich eine gute Form zu bekommen, um letztendlich den Stoffwechsel am Leben zu halten? Muss man nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Dieser eine Tag, Cheat Day, wo dann suggeriert wird, du kannst essen und tun, was du willst. Es ist völlig egal, wird nichts passieren. Das stimmt so nicht. Das stimmt so bei vielen nicht. Aus einem einfachen Grund. Passt auf. Wenn ihr die ganze Woche natürlich klar euren Stoffwechsel Richtung Fettstoffwechsel aktiviert habt und dann kommt dieser Sonntag und ihr füllt den Körper auf und füllt sämtliche Zuckerspeicher auf. Leberzuckerspeicher, Leberglykogen, muskulärer Zuckerspeicher, Muskelglykogen wird aufgefüllt. Summa summarum kommt ihr da bis, je nach Muskelmasse, 500, 600, vielleicht sogar 700 Gramm Kohlenhydrate. So, und ihr wisst ganz genau, solange der Insulinspiegel oben ist und solange der Körper noch zu viel Energielieferanten in Form von Kohlenhydrate hat, wird er nicht in die Fettverbrennung gehen. Also, was passiert dann? Okay, sonntags keine Fettverbrennung. Montags sind die Glykogenspeicher, Zuckerspeicher noch voll. Wir trainieren zwar, aber die werden immer noch leerer, sind aber noch nicht leer. Dienstag ist immer noch ein bisschen was in Zuckerspeicher drin, also immer noch zu viel Zucker da. Und erst am Mittwoch im Laufe des Vormittages bei den meisten ist der Zuckerspeicher wieder frei und der Körper kann wieder Fett verbrennen. Da ergibt sich für mich die Frage, macht es Sinn, erstmal den Körper zu stressen mit industrialisierten, was ist das? Das ist Giftstoffe, meines Erachtens nach ganz viele Dinge, die dem Körper überhaupt nicht gut tun. Macht es Sinn, die Bauchspeicheldrüsen zu stressen? Macht es Sinn, den ganzen Darmtrakt zu stressen? Mit einem Überschuss an Energie und vor allem Überschuss an industrialisierter Ernährung, also nicht artgerechter Ernährung, macht für mich keinen Sinn. Zweitens, wenn der Körper je nach Stoffwechsel, je nach Muskelmasse, je nach Intensität im Training bis zum Mittwoch wieder braucht, um überhaupt in die Fettverbrennung zu kommen, was ist da für ein Sinn dahinter? Da gibt es keinen Sinn. Die Denkweise zu sagen, okay, ja klar, wenn ich die ganze Woche über zu wenig Energie zuführe, dass dann der Körper irgendwann zwangsläufig sich der Nährstoffzufuhr anpasst, ist logisch. Das ist klar und er wird dann auch in etwas sparsamer arbeiten. Aber gibt es denn da nicht andere Möglichkeiten? Und der Hintergrund bei Bodybuildern, die essen jeden Tag wahrscheinlich das Gleiche. Muss ich das überhaupt? Muss ich nicht? Das muss ich nicht. Und deswegen möchte ich euch jetzt klar und eindeutig aufklären. Also um ein gutes Ziel zu erreichen, ist erstmal wichtig, dass ich mich langfristig ernähre, gesund ernähre. Das heißt, macht keinen Sinn, kurzfristig irgendwelche Hardcore-Maßnahmen zu ergreifen mit 12, 13, 1400 Kalorien, weil das ist sowieso immer zum Scheitern verurteilt. Sieht man ja auch, wie die meisten dann irgendwann danach aussehen. Aufgedunsen und solche Wannen schieben sie mit sich rum. Also das ist sicherlich nicht förderlich und auch nicht wünschenswert, so auszusehen. Beziehungsweise nur einmal im Jahr für 2 Wochen gut auszusehen. Also muss ich natürlich eine Ernährungsweise finden, die ich mein ganzes Leben lang exakt so praktizieren kann. Also, erstmal
kann man Kartoffeln essen, Reis essen, Nudeln essen, Bohnen essen, Erbsen essen, Mais essen. Man kann auch ein Vollkornbrot essen. Es muss einfach so artgerecht wie möglich sein, so nah wie möglich an der Natur sein. Ich muss nicht nur Reis, Basmati-Reis, Blumenkohl, Brokkoli und gekochtes Hähnchenfleisch oder Fisch essen. Muss ich nicht. Sondern eine breitere Streuung ist schon mal sehr, sehr gut. Warum? Weil ich da eine Vielzahl von verschiedenen Speisen habe und da bekomme ich nicht sonntags die Panik, dass ich mich mit irgendwas vollstopfen muss. Nummer eins, ja? Eine breitere Streuung, wir dürfen vor allem es essen. Warum? Die Dosierung macht das Gift. Nicht verteufeln, dass ich gar keine Kohlenhydrate mehr habe und die Kalorien so weit runterfahren muss, muss man nicht. Sondern anpassen, ans Vorhaben anpassen, ist Nummer eins. Und eine breite Streuung in den verschiedenen Rohstoffen zuführen. So, dann, wenn man so ein Kaloriendefizit je nach Person so zwischen 300, 400, 500, vielleicht sogar 600 Kalorien aufbaut, ist es gut. Wenn die Strukturierung der Makronährstoffe hervorragend ist, das heißt 20, 25, vielleicht 30% komplexe Kohlenhydrate, 20, 30% Protein, Restanteil Fettsäuren, gute Fettsäuren, dann habe ich schon mal eine gute Grundstruktur. So, und wenn ich dann auch noch einen Pendel einbaue, das heißt, so weit wie möglich mich bedarfsgerecht ernähre, das bedeutet, an den Tagen, wo ich Krafttraining habe, die Energiezufuhr in Form von gesunden Energielieferanten nach oben fahre, Pendelverfahren, Carb-Cycling, dann passiert Folgendes. Ich habe 2, 3, 4 Tage, wo ich die Nährstoffzufuhr hochfahre, 2300, 2400 Kalorien je nach Person, unterschiedlich hoch. Und an anderen Tagen, wo ich nicht trainiere, wo ich 1 Stunde, 1,5 Stunden kein Training habe, fahre ich sie 100, 300, 400, 500 Kalorien, die Energielieferanten einsparen. Vielleicht sogar an den Tagen unter 50, 60 Gramm Kohlenhydrate, nur komplexe Kohlenhydrate, der Insulinspiegel niedrig ist, dann habe ich einen sogenannten Pendel eingebaut. Wenn ihr immer die gleiche Menge Nährstoffe zuführt, über mehrere Wochen hinweg, das ist die typische Diät, was die meisten machen, daran scheitern, dann wird dein Körper zwangsläufig lernen, mit dieser niedrigen Menge an Energielieferanten zu haushalten, sich zu arrangieren, einfach energetisch sich anzupassen. Und dann hat man danach, wenn man wieder ins alte Essverhalten zurückverkehrt, natürlich ein Eigentor geschossen. Warum? Weil die Fettzellen sind ja noch da, die sind doch nicht weg. So, also muss ich dauerhaft den Weg finden, mich richtig zu ernähren, gesund zu ernähren. Und das ist zum Beispiel Low Carb Carb Cycling. Und Low Carb, Freunde, heißt nicht No Carb, also nicht schon wieder die Hände im Kopf zusammenschlagen, da kommt schon wieder einer mit Low Carb. Und da weißt, denkt ihr, es ist No Carb? Das ist immer wieder von Person zu Person unterschiedlich, wie groß die Mengen Kohlenhydrate tatsächlich sind. So, und wenn ihr das einhaltet, dieses Pendelverfahren, hoch und runter, dann braucht ihr keinen Cheat Day. Weder für den Stoffwechsel noch für die Psyche. Weil für die meisten ist doch der Cheat Day nichts anderes wie für den Kopf, damit sie die nächsten 6 Tage Hardcore, unterkalorische Essverhalten, einseitiges Essverhalten durchhalten können. Mehr ist es doch gar nicht. Klar, wenn die Kohlenhydratspeicher gefüllt sind für 2, 3 Tage, dann fühle ich mich wieder geistig wohler. Aber kein Mensch sagt, dass ich die Kohlenhydratspeicher so krass entleeren muss. Kein Mensch sagt, dass ich so weit runterfahren muss mit den Kalorien, dass ich hier eben einen Vogel bekomme. Sagt keiner. Das wird leider aber so gemacht. Und deswegen ist es wichtig, dass man nicht immer alles einfach übernimmt, was einem erzählt wird, sondern auch mal darüber nachgedacht wird, macht das überhaupt einen Sinn für mich? Macht dieser Stress, sich mit Süßigkeiten vollzustopfen, überhaupt einen Sinn? Ist es überhaupt gesund für mich, mich so zu verhalten? Nö, macht definitiv keinen Sinn. Und genau deswegen, Freunde, meine Aufklärungsarbeit zum Thema Cheat Day. Ich verfahre so, wie auch meine Coaches, die ich berate, die meisten haben da tatsächlich einen Low-Carb-Pendelplan angepasst auf bedarfsgerecht. Das heißt, dann, wenn ich mehr Energie brauche, wird auch etwas mehr zugeführt. Dann, wenn ich weniger brauche, wird also weniger zugeführt. Dann wird dafür gesorgt, dass der Blutzuckerspiegel den ganzen Tag relativ neutral ist, sodass wir auch Fett verbrennen können. Und es gibt keine Verbote. Es gibt Empfehlungen, aber keine Verbote. Letztendlich entscheiden muss jeder selber, was er tut. Und der Sunday, das heißt, wenn ich Ernährungsplan mache, erstelle ich für 6 Tage den Ernährungsplan, wo exakt draufsteht, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, eventuell beim einen oder anderen sogar eine Zwischenmahlzeit. So, und der 7. Tag, der steht zur eigenen Verfügung. Und viele meiner Coaches sagen, weißt du was, ich brauche keinen ungesunden Cheat Day, sondern weißt du was, sonntags ist für mich ein Genießertag. Da esse ich einfach von dem, was ich darf, etwas mehr, gehe tatsächlich mal nachmittags her und gehe mal in den Kaffee, esse ein schönes Stückchen Kuchen,
Genieß das Küchlein mit einem guten Gewissen. Morgens brunche ich mal mit weißem Brot, mit Honig, mit Lachs, mit Butter drauf. Hervorragend. Dieser eine Tag ist mein Genießertag und den genieße ich. Ich schieße aber an diesem Tag nicht maximal übers Ziel und führe mir dreimal so viel Kalorien zu in Form von Kohlenhydraten, wie ich normalerweise benötige, sondern einfach ein bisschen mehr im normalen Maße. So, und damit geht mir es hervorragend. Warum? Weil ich natürlich auch unter der Woche eine breitere Streuung habe, leckeres Essen habe und eben nicht nur einseitig esse und nicht zu weit die Kalorienrestrikt runterfahre und dann natürlich sonntags einen Vogel bekomme. Brauche ich nicht. Mir geht's gut. Und das ist doch auch letztendlich sinnvoll und auch logisch nachvollziehbar. So, Freunde, ich weiß es, sollte jetzt logisch erklärt sein. Wenn ihr jetzt zu diesem Thema, zu diesem heiß diskutierten Thema Fragen habt, dann fragt doch einfach und schreibt mir unter Bemerkung was rein, was ihr wissen wollt. Wichtig ist, ich nehme sehr, sehr gerne Tipps an. Ich kann mir auch Tipps, was ihr mir gebt, was ihr möchtet, dass ich sie verarbeiten soll, nehme ich gerne auf, verarbeite die, mache daraus ein Video oder auch einen Podcast. Ihr könnt mich auch im Podcast erreichen, findet ihr unten in den Bemerkungen. Ihr dürft natürlich auch gern kritisieren. Warum nicht? Ich habe nichts gegen konstruktive Kritik, überhaupt nichts. Aber bitte, wenn Kritik, bitte konstruktiv. Wenn irgendwelche Beleidigungen so stattfinden, dann bitte verzeiht mir, wenn ich es einfach lösche, lasse ich mich gar nicht drauf ein, weil das macht keinen Sinn. So, ihr Lieben, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr was zum Thema Cheat-Day zu sagen habt, macht's unten rein, schreibt mir es in Bemerkung. Ich nehme gern Infos von euch an, ich nehme gern Ratschläge von euch an und verarbeite ihn euch auch gern. So, das war's. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T, und nicht vergessen, deine Fitness, meine Aufgabe.